ich dachte schon. Oh. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Und inzwischen auch schon der 12. Part? Irgendwie so. Genau. Das letzte. Jetzt musste ich gerade auf Nummer sicher gehen. Das letzte Mal sind wir ja leider schwerwiegend verreckt hier. Jetzt muss ich mal kurz. Das Ding ist genau über. Da oben ein Loch in der Decke. Ja, super. Das ist genau über uns. Ich wette mit euch, wenn ich jetzt rausgehe, kommt das dann. Da ist ein Loch. Scheiße, Mann. Kurz überlegen. Das letzte Mal sind wir ja gestorben, genau. Ah ja. Ja, ja, ja. Hier mussten wir lang. Gut. Okay. Okay, okay, okay. Ah ja, das war ja... Ah ne, wir mussten hier durch, ne? Shit, genau, das war hier gewesen. Ah, verdammt. Das schon wieder. Also. Das ist unten. Nee, das ist nicht unten. Ah, was mussten wir hier nochmal machen? Wir brauchten den Zugangscode doch für die Tür, nicht? Nein, da ist ja auch so ein Loch. Scheiße. Okay. Das ist genau da oben. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie. Wo war denn das nochmal gewesen jetzt? Wir mussten durch die Tür. Oh, das war gerade bei dem Computer da hinten, wo wir standen, glaube ich. Der Zugangscode. Wir müssen nochmal zurück. Verdammt. Okay, okay. Ich bin gerade nochmal eben. Ein bisschen neben der Spur gewesen. Genau, hier war das gewesen. Auf den Computer zugreifen. Genau. Oh, da haben wir die Schlüsselkarte schon rausgenommen. Und danach abgespeichert. Das kann natürlich auch sein. Hier war das nicht. Nee. Nee, ich glaube, wir hatten... Verdammt, 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 verdammt. Nee, wir brauchen noch den Code. Wir brauchen noch den Code. Oh, wo war das denn nochmal gewesen? Ah, 2505. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt ganz ruhig bleiben. Das letzte Mal haben wir es auch geschafft, ohne dass der kam. Was war der Code? 2505, gell? 2505. Okay. Jetzt haben wir die Zugangskarte. Mann! Okay. Damit müssten wir jetzt durch die Tür. Genau, das war so gewesen. Durch die Tür und dann nur noch geradeaus. Das gefällt mir gar nicht. Warte, wo war das jetzt gewesen? Ich glaube, wir mussten hier alles hoch und dann hier rein irgendwie, ne? Hier ist alles im Eimer, Samir. Das läuft da oben lang. Sind wir dadurch gekommen? Ja, ich glaube schon. Wir konnten hier lang, ne? Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Andockzulassung angeben. Und da hinten rein. Die Tür war offen, glaube ich. Und dann müssten wir langsam wieder an derselben Stelle waren, wo wir das letzte Mal waren. Ah, das Medikit mussten wir noch. Ah, hier sind wir gestorben das letzte Mal. Das weiß ich noch.
Lass mal kurz gucken, ob ich... Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi. Verdammt, wo muss ich... Wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Da hinten sind Menschen. Warte, 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 warte. Wo muss ich hin jetzt? Genau, erhalten Sie Zugang zum... Ah, jetzt sind wir wieder da. Da müssen wir hier unten durch die Tür, ne? Oh Mann, wo war denn das jetzt nochmal? War hier was an dem Computer gewesen das letzte Mal? Schnell mal nachschauen. Da sind sogar Menschen am rumlaufen. Die sind mir das letzte Mal gar nicht... Die sind mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Okay, nee, hier ist nichts drauf. Okay, ist das von hier? Das ist über uns, okay. Wir müssen 100 pro hier runter. Hä? Aua! Stand das schon vorher da? Ich glaube, die haben sie... Haben die sich eingekerkert? Kann das sein? Nee, wir müssen hier rechts. Die schießen doch auf mich, gell? Schießen die auf mich? Sie überstrapazieren jetzt aber ihr Glück. Ich mach nix. Das war's. Letzte Chance zum Rückzug. Ja, ich geh. Ich geh. Hey, du! Warte, wir sind nicht allein. Stellt sicher, dass deine Waffen nachgeladen sind. Wow! Das war nicht gut. Okay, das ist jetzt runter... Oh, shit. Das ist jetzt gerade runtergekommen. Wo ist denn das? Das ist jetzt da hinten bei den Scheiß... Okay, das ist da hinten bei den Typen. Okay, warte, wo gehe ich am besten lang? Hier haben wir die gesehen. Es ist nicht. Ich glaube, ich gehe hier außen rum. Ich glaube, ich gehe echt außen rum. Verdammt. Alles andere wäre dumm. Das letzte Mal bin ich gerade... Wieso ist die Tür offen gewesen? Das letzte Mal bin ich nämlich gerade ausgegangen und dann bin ich gestorben. Nein. Geh da rein, bitte geh da rein. Geh da rein. Okay. Oh mein Gott, war das knapp. Lauf, lauf, lauf. Das ist noch da hinten drin, gell? Nicht ich. Lass mich in Ruhe. Bist du dumm? Das tötet den. Nein, oh! Oh Mann! Verdammt, das war so knapp gewesen. Ah, jetzt sind wir schon wieder hier. 2505, ne? Verdammt! Ist aber jetzt auch ärgerlich. Kann ich das ausreizen, indem ich normal laufe? Ich bin schon unterwegs. Okay, das funktioniert. Ich kriege jetzt nicht mehr. Ist alles im Eimer serviert. Lauf. Okay, jetzt haben wir wieder das Medikit. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir
Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hört die Kreatur das auch. Wir müssen weiter. Bitte, hat sie gerade irgendwo eine Speichereinheit? Nee, hat sie natürlich keine. In der Ecke kann ich mich aber gut verstecken. Von wo sind die gekommen das letzte Mal? Nein, sind die. Okay, okay. Ich fasse es nicht, dass du mich da allein gelassen hast. Hören die das denn nicht? Ich könnte die ausschalten, aber da mache ich einen riesen Lärm. Und da komme ich nicht durch, ne? Und da muss ich auch nicht lang. Nee, ich muss hier runter. In meinem vergangenen Leben würde meine Schicht ungefähr jetzt beginnen. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie dies bitte. Gehen die weiter, ja? Geht durch die Tür, komm. Nein! Wie komme ich denn da vorbei? Gut, ich habe Revolver. Ich habe ja selber einen. Aber das Vieh kommt dann gerade. Das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Was haben die gemacht? Haben die einen Menschen gegessen oder was? Okay, die haben irgendwas registriert. Jetzt gehen sie. Das musste wahrscheinlich geschehen. Ja, ja. Das war deine Idee, nicht meine. Wo lang? Ich gehe mal hier rein, gucken, was hier ist. Hier ist eine Brücke. Hier kann ich speichern. Oh, das war mein Handy, tut mir leid. Ich stehe nicht auf, das riskiere ich echt nicht. Ripley, Ihr Weg nach draußen durch die Rezeption der Krankenstation ist blockiert. Yes. Um den Ausgang zu öffnen, müssen Sie die Evakuierungsverfahren der Station auslösen. Okay. Was, die Evakuierung? Leisten Sie den Scan Verfahren ein. Was ist das denn? Muss ich das hier machen? Ja. Stromanlage. Leiten Sie den Scan... Das macht doch einen Riesenlärm jetzt. Das musste ich machen, gell? Auf der... Da ist doch jetzt gerade einer gelaufen, oder? Ich muss nochmal machen. Verdammt. Nee, das war nur der Schatten, ne? Ich dachte, das ist da gerade gelaufen. Nee, das ist da oben. Los. Los. Ich hätte vielleicht vorher ein Versteck suchen sollen. Nein, keine Androiden. Warte mal. Nee, auf so einen habe ich gar keinen Bock. Nee, vor allem die scheiß Tür ist jetzt zu. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Wo ist denn der? Wo muss ich lang? Ich habe das Gefühl, ich muss da unten noch irgendwas drücken, oder? Ja. Scheiße. Von wo kam denn der?
Okay, der ist da hinten. Ich hoffe, ich kann wenigstens rennen. Nein! Das ist da drinne! Da tropft Speichel. Komm schon. Ja, als ob ich die Zeit jetzt noch hätte. Nein! Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Ja. Weg! Der hat mich nicht gesehen. Was passiert denn jetzt? Ja, beeilen Sie sich. Wohin? Ja. Das ist wieder so super toll, weißt du? Da hinten ist der Android. Da ist das Alien. Egal, ich renne. Okay. Ich will mich kurz verstecken, ich will wissen, wo es lang geht. Okay. Mann! Entkommen Sie durch den Empfang der Krankenstation. Also wieder zurück alles. Kann das sein? Wartet mal, ich will mal ein Stockwerk runter. Stockwerkwechsel mit E. Nee. Vielleicht ist hier eine Tür irgendwo. Scheiße, ich hätte speichern sollen irgendwo. Wo muss ich denn lang? Doch, warte. Und da vorne links. Oh nein. Jetzt ist es dort. Scheiße, wo muss ich lang? Kannst bitte. Nee, ich muss dort lang, von wo die gekommen sind gerade. Halt, warte! Bei dem Lärm kann mich eh keiner hören. Ich speichere schnell ab. Egal. Das ist hinter mir. Das ist da hinten. Nein. Oh, scheiße. Oh, das war knapp gewesen. Oh, verdammt. Ich hätte nicht rennen sollen. Dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Ich hätte echt nicht rennen sollen. Der Weg ist ja frei. Ach, da ist das. Oh, der schießt auf das. Okay, er hat... Warte, ist er mir richtig? Bestimmt. Müssen wir hier rein? Nee. Wir müssen weiter geradeaus. Jetzt renne ich. Oh, ich dachte schon. Oh.
Scheiße! Entkommen Sie. Okay, wohin? Sind wir hier richtig? Nee. Wir sind gar nicht richtig hier. Mann! Da muss ich doch rein. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich Da muss ich rein. Oder hat da hinten noch eine Tür? Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es kurz zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Mann, die Tür ist verschlossen. Wie komme ich denn da rein? Hier steht nur, entkommen Sie. Und die Tür ist zu. Und die auch. Und ich denke mal, da hinten auch. Ey, ich hoffe, das Scheißvieh kommt nicht. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Zeit, das herauszufinden, wo ich hier lang muss. Hat es hier irgendwelche Computer, wo ich die Tür aktivieren? Nee. Oh Gott, da oben ist ja so ein scheiß Lüftungsding. Was ist das denn hier? Ah, das ist eine Notfalltür. Na, das bringt mir nicht viel. Ich muss nicht da hoch, oder? Nee. Wo muss ich denn lang? Verdammt! Die Tür ist zu. Und die auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wieder zurück müssen. Wir müssen die Tür hier aufkriegen. Aber wie? Nein, das ist ein Mülleimer. Mann! Hab ich irgendwas im Inventar? Nee. Das muss hier drin sein, in dem Raum. Was war das denn? Wir sind gestorben. Wegen dem scheiß Rauch. Verdammt! Wo haben wir das letzte Mal abgespeichert? Oh nein. Oh nein. Oh. Verdammt, Mann, das regt mich jetzt aber auch auf. Ist das jetzt noch da? Mann, das letzte Mal war es da gewesen. Wo ist denn das jetzt? Ich glaube, das ist vor uns, gell? Das ist genau vor uns. Ja. Scheiße. Ah, nee, das ist die falsche Tür. Wir sind tot. Nein!
Das ist hier im Raum. Da. Ah, da kommen wir auch lang. Das muss aber rausgehen. Wo ist das? Nein, geh nicht da raus. Da muss ich lang. Oh, Scheiße. Oh Gott, muss das ausbedingt jetzt sein? Nein! Oh, sorry, Leute. Tut mir leid. Scheiße. Habe ich nicht aufgepasst. Mann, das letzte Mal war es viel einfacher, wo der Krater lang gelaufen ist. Rennen bringt nichts, ne? Nee, vergiss es, es ist zu weit. Los, los, los! Oh, okay, gut. Das kennen wir. Upp, Entschuldigung. Okay. Das will ich noch schaffen. Ich will hier aus dem Raum rauskommen. Okay, okay. Ich habe eine. Das muss hier sein. Was kann man hier machen? Was ist das hier? Nichts. Ein Sensor und ein Ladungspack. Ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich muss da oben rein. Nicht? Was ist eigentlich das hier? Myngard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber nein, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Verdammt! Für Mann! Ich komme hier nicht raus! Ich weiß nicht, wo lang. Ich hab das Gefühl, ich kipp bald wieder um. Und wofür ist dieser... Ja, das ist ein Notschalter, aber das... Hier ist nichts. Verdammt. Da ist auch nichts, da ist auch nichts. Hä, warum kann ich überhaupt... Kann man hier irgendwas machen? Mann, das Alien muss ja auch irgendwohin verschwunden sein. Oder nicht? Ja. Ja, nee, zurück kommen wir wirklich nicht mehr. Guckt. Da auch nicht. Die Tür ist zu. Tür verschlossen. Ich stelle mich hier richtig dumm an, Leute.
Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Mann, ich kann hier nichts machen. Dieses blöde Loch in der Decke ist das einzigste, aber ich kann ja nicht da reinklettern. Das geht ja nicht. Ich hab's ja schon probiert. Ich drück die ganze Zeit E, aber ich kann nichts machen. Das Ding kann man auch nicht verschieben hier, ne? Nee. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich wirklich da rein muss, aber ich habe ja keine Leiter oder so irgendwas. Leute, ich muss, glaube ich, echt mal schnell im Internet dann gucken, wie ich weiterkomme. Und ansonsten muss ich dann den Part jetzt hier beenden, weil ist ja echt total unnötig. Was soll das denn bringen? Notfallüberbrückung, so. Jetzt ist die Tür zu und geht erstmal nichts rein, aber das bringt mir nichts. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Andockzulassung angeben. Ich bin gleich tot, toll. Kann ich noch ein Medikit wenigstens basteln? Nee, geht auch nicht mehr. Was soll mir das denn bringen? Nee. Leute, es tut mir mega leid. Ich muss echt schauen anscheinend, wo ich hier rauskomme. Und ich muss mich, glaube ich, an dem Part leider schon beenden, verabschieden von euch. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt ein, zwei Mal gestorben bin. Und ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, beim nächsten Part geht es einfach dann weiter, sobald ich hier rausgekommen bin. Also ihr müsst es nicht nochmal angucken, wie ich hier alles durchlaufe. Und am Sonntagabend, ich sag jetzt schon mal, ich werde aber sicher nochmal ein Video dazu machen, wird am 20 Uhr auf meinem Kanal hier auf YouTube, werde ich einen Livestream machen. Alien, wie es weitergeht einfach. Und das werde ich dann sowieso aber im Nachhinein auch nochmal hochladen, für die Leute, die es nicht gucken können am Sonntagabend. Genau. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Vielen Dank, dass ihr bisher geschaut habt. Ich gucke schnell im Internet, wie es richtig weitergeht. Und dann sehen wir uns morgen Abend. Habt einen schönen Abend. Vielen Dank. Haltet die Ohren steif. Euer Nia. Ciao.